Hallo, hallo. Was geht ab? Was geht ab, Leute? Starbucks geht immer. War gerade richtig froh zu sehen, dass er... Samsung was ordered to pay $200,000 in rebate claims to apartment dwellers. Start with why. Simon Sinek ist mein absoluter Held momentan. 1. Oktober heute, morgen fliegen wir nach Bali. Und jetzt sehen wir nochmal Yannis. Zum letzten Mal vor dem Wettkampf. Er hatte in den letzten Tagen sehr eine schwere Zeit. Ich habe mir gedacht, ich mache dieses Video heute ein bisschen anders. Normalerweise macht man immer so Videos, die übelst krass sind, wo man immer die krassen Szenen sieht, wie jemand richtig krass gepumpt ist. Heute schauen wir mal hinter die Kulissen, gucken mal, wie Yannis durchs Training kommt oder sich durchs Training zwingt vielleicht sogar. Ich weiß es nicht, wie er heute drauf ist. Wir hatten gestern 2 Refeeds und deswegen bin ich übelst gespannt, euch mal die rohe Seite einer solchen Wettkampfvorbereitung zu zeigen, weil, wie gesagt, auf Social Media sieht man immer nur die guten Sachen, man sieht immer nur die Ergebnisse und die harte Arbeit, die in den restlichen 23 Stunden passiert, vom Tag normalerweise, die sieht man meistens nicht. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. Let's go. Science Statics, built by science. Bro, how do you feel? Ja. Gut? Ich bin schon hart am Anschlag jetzt. Hart am Anschlag, ja? Hart am Anschlag. Ja, ich hab's gerade gesehen, Diet Face is on jetzt. Und auch wenn das jetzt dumm klingt, aber es läuft eigentlich alles nach Plan, oder? Es läuft nach Plan. Aber das ist 4 Wochen vor dem Wettkampf, aber du fühlst dich eigentlich wie eine Woche vor dem Wettkampf. Ja. Und der Grund dafür ist, Wir wollen früh genug fertig sein. Wir wollen am Wettkampf ihn dann wieder oben haben, oder? Und das dauert schon ein paar Tage, bis da so wieder richtig bis man das so richtig pfupf hat, oder? Bis man sich wieder irgendwie halbwegs normal fühlt, oder? Bis man sich wieder darauf konzentrieren kann. Ja. Ja. Also es ist eigentlich heute eins seiner härtesten Trainings, denke ich mal. So kurz vor der Main-Phase. Oder gestern. Gestern Beine, hä? Ja. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie es geht. Ich habe es jetzt schon vorhin angekündigt. Wir machen jetzt hier kein Geheimnis darum. Es ist scheiße. Der Kopf spielt verrückt. Yeah. Man hätte Lust, einfach alles zu schmeißen etc. Und ich habe auch an dieser Stelle leider noch eine schlechte Nachricht für dich, Bro. Ich habe das Novalin vergessen. Okay, shit. Aber ich gebe es dem Patrick mit. Ist gut. Da hast du es für die letzten Tage auf jeden Fall. Ist gut, ist gut. Ich bin schon hart am Anschlag. Ja. Seid lieb zu ihm. Ja. Weil langsam reden, das ist auch ein genau, Ding der Diät. Ich bin so langsam am Reden und emotionslos. Und ja. Ja. Redest du noch mit Leuten im Gym? Nein. Nicht? Ja, ihr seht's. Ja, ich hatte am Freitag hatte ich einen Kurs von der Uni, oder? Ja. Auch im Zug mit den anderen der Gruppe. Bin nach Hause gefahren und ich habe ihnen gesagt, sorry, ich mag nicht mehr reden. Muss man akzeptieren, Mann. Ja. Hat auch nichts mit sympathisch oder nicht unsympathisch zu tun, es ist nur real. Und heute zeigen wir euch das und trotzdem wollen wir euch natürlich motivieren, Leute. Ja. Einfach Fokus, Mann. Setz dich jetzt in den Zustand, dass es schon dünn ist. Das ist einfach so, du hast es schon erreicht. Und dein Team da, Bro, du siehst fucking shredded aus. Ja. Will ich nicht jetzt nach dir aussehen, Mann? Ja. Wie das fette Stück? Verstehst du, das Einzige, was du kannst machen, ist den jetzigen Zustand. Zu akzeptieren, sag ich dir, wie geht's dir, Bro? Es geht mir gut. Es manifestiert sich. Du kannst, Bro, wenn du dir lang genug sagst, geht dir scheiße. Wenn es dir so beschissen geht, nicht. Wenn du dir lang genug sagst, du wirst krank. Wenn jetzt jemand fragt in den nächsten 4 Wochen, wie es dir geht, sag, es geht mir verdammt gut, Mann. Und ich kann verdammt nochmal froh sein, dass ich es überhaupt machen kann. Das ist ein verdammter Luxus. Freitag war eigentlich der Tag, an dem ich wirklich so wenig Energie hatte. Ich konnte meine alltäglichen Dinge nicht mehr erledigen. Ich habe meine Zähne nicht geputzt, ich habe mich nicht abgezogen. Ich bin einfach ins Bett gelegen am Abend. Ich habe meine Socks nicht mehr nehmen mögen, weil ich hatte nicht mal Energie mehr beim Heimlaufen. Also als ich nach Hause gelaufen bin, da konnte ich die Schwierigkeiten zu koordinieren, dass ich nicht fehlende Worte, dass ich nicht umfalle.
Und dann etwa alle 50 Meter musste ich eine Pause machen, weil ich sonst nicht mehr weiterlaufen konnte. Das war für mich ein Moment, da dachte ich mir irgendwie stimmt nicht mehr. Ich konnte eigentlich nicht mehr klar denken. Ich dachte, irgendwas stimmt nicht, aber es ist halt wegen einem Energiemangel. Und dann am Abend, als ich gegessen habe, habe ich wie ein Tier gegessen. Ich hatte überall noch Gewürze und Soße überall verteilt, über meinen Händen und am Handy und auf dem Tisch. Und es war mir einfach scheißegal, ich habe einfach gegessen wie ein Tier. Und ja, das ist genau das, der Überlebensmodus ist jetzt absolut da. Gestern Abend war richtig hart. Ich habe irgendwie Angst gehabt, dass ich gleich sterbe, weil meine Atmung, auch jetzt, ich atme irgendwie, ein Atemzug geht bei mir, wenn ich jetzt nicht spreche, irgendwie 6 Sekunden oder einfach sau langsam. Und ich habe irgendwie schon gedacht, irgendwie ist komisch. Und ich habe gestern trotzdem Maintenance-Kalorien, hatte ich plötzlich den Gedanken, dass ich den Wettkampf absagen soll. Einfach den Wettkampf absagen, alles absagen, einfach aufhören mit allem. Das hat mich schon erschreckt. Das hat mich sehr erschreckt, weil bisher ging es immer gut und ich habe es irgendwie noch gut überstanden und habe mich auch recht gut gefühlt. Und dann plötzlich innerhalb von einer Woche ist es plötzlich so runtergegangen. Und ich habe gestern wirklich gedacht, ja scheiße, ich mache einfach keinen Wettkampf. Scheiß auf SMBF, scheiß auf die WM, scheiß auf alles. Und heute geht es irgendwie wieder. Heute sage ich nicht mehr scheiße auf die SMBF. Die SMBF will es, man. Mehr als je zuvor, man. Weil ich habe eigentlich den größten Teil schon abgeliefert und die WM will ich auch. Aber ich kann mich heute wieder damit anfreunden, nicht anfreunden, aber ich kann mir heute wieder vorstellen, überhaupt noch einmal ins Defizit zu gehen, wenn nötig oder so viel, wie es nötig ist. Was ich mir gar nicht hätte vorstellen können gestern. Und ja, gestern, also plötzlich den Gedanke, dass ich nicht den Wettkampf nicht machen soll. Das einfach aufs Mal plötzlich. Das hat mir Angst gemacht. Leute, Mann, jetzt bin ich der Arme, Mann, jetzt sehe ich richtig fett neben ihm aus. Und das ist doch das Schöne, oder? Das ist doch das, was man bekommt. Man zieht sich aus und schau mal, das ist Dickskin hier. Ja. Ja, da ist noch minimal. Ja. Da ist ein bisschen Wasser drin, so. Das Wasser, ich habe gestern. Da noch ein bisschen. Ja, aber da oben ist schon was. Schau mal, die Arms. Da ist nichts mehr. Schau mal, Triceps. Da geht, ja, nee, ist auch zu. Mach mal das Streifen hier. Ja, heute ist ein bisschen Wasser drin, weil gestern viel zu Salz gegessen, oder? Hard work pays off. Das ist nur das Ergebnis. Aber wie viele Stunden hier drin stecken, Mann? Vor 3 Tagen habe ich in meinem Gym jemanden fragen müssen, ob mir das Gewicht zusammenrechnen kann. Ich habe es draufgetan und das stimmte dann schlussendlich auch, aber ich habe es nachgerechnet oder versucht nachzurechnen und ja, ich konnte nicht mehr klar denken. Es ist so, als wäre irgendein Nebel in meinem Kopf. Dann habe ich einfach jemanden gefragt, hey, kannst du mir das Gewicht zusammenrechnen? Bin ich mir sicher. Obwohl ich von einem Studenten hätte man schon erwarten können, dass er sich das Gewicht ausrechnen kann. Also, eigentlich von jedem Grundschüler, muss man nicht Student sein. Ja. So, ich habe noch
3 Übungen und meine Laune wird langsam gut, weil ich habe morgen Rest-Day. Wenn ich morgen wieder ins Defizit gehe, ich freue mich so krass, dass ich jetzt mit dem Training fertig bin und auch. Es ist einfach nur, ja, gut. Ich habe angefangen, die letzten paar Übungen meines Trainings, wenn sie sich nicht überschneiden, supersetten. Und damit habe ich keine Krafteinbußen, aber ich bin schneller aus dem Gym raus. Und je schneller ich draußen bin, desto besser. Ich möchte gar nicht mehr langsam im Gym sein. Ich möchte einfach nur noch rein, Job tun, dann daraus, weil das ist alles, was noch zählt, oder? Job noch fertig machen und that's it. Wir haben es geschafft. Yes, Mann. Oder sagen wir, du hast es geschafft. Für mich war es ja easy. Leute, wir haben Form angeschaut, ausgerechnet und jetzt bin ich wieder am Start, Mann. Jetzt bist du wieder am Start. Hat mir geholfen. Ja. Wie immer. Ja, es ist nicht nur körperlich, man Nein. leidet nicht nur körperlich, Nein. man leidet auch psychisch. Man hat seine eigenen, man hat die Wahrnehmung nicht mehr, man ist sich immer unsicher. Dann fühlt man sich wieder. Nein. Zuerst fühlt man sich zu fett, dann plötzlich hat man wieder das Gefühl, man verliert Muskeln, wenn man jetzt noch weiter geht. Das sind alles diese Sachen. Ja. Und jetzt geht noch mal 3 Wochen weiter. Noch 4 Wochen bis zum Wettkampf. 4 Wochen. Davor noch 2 Wochen Wettkampfdiät und dann bin ich fucking ready. Ja. Habe jetzt die Kalorien angeschaut, Mann, und ja. Geht gut. Jetzt kommt's. Bin wieder bereit fürs Defizit. Ja. Hab die Unterstützung von meinem guten Freund Lukas dabei, die nächsten 2 Wochen. Und, Lukas wird dich unterstützen, Patrick wird dich live unterstützen. Ja, ich werd schauen, dass ich den Wettkampf live streamen werde, während ich in Bali bin. Ich werde dich supporten, Bro. Oh, du kannst mir jederzeit schreiben, wir bleiben in Kontakt. Es wird weiterhin Vlogs von Yannis geben. Ja. Es wird jetzt nochmal hart. Wird nochmal hart. 2 Wochen wird es hart, richtig hart. Aber wir ziehen durch. Jetzt bin ich fucking pumped, weil ich gesehen habe, bis er gegessen hat. Nein, das ist okay, Jetzt, wo ich gesehen habe, dass das Defizit nicht mehr so hoch sein muss. Ja. Wir haben jetzt gut Gas gegeben. Bin ich besser. Aber jetzt gut Gas gegeben. Und ich habe Rest Day morgen, ihr seht es an meiner Laune. Ich freue mich so auf Rest Day. Ja. Und sobald er seine Kalorien durch hat, geht es wieder ins Loch. Ja, aber das am Abend. Leute, unverblümte Wahrheit hier, wir sind alle ein bisschen psycho drauf. Wer diesen Sport macht, der muss sonst. Der muss extrem sein. Wird der Erfolg in Frage gestellt, oder? Mhm. Leute, besten Dank fürs Zuschauen. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, unterstützt Yannis, unterstützt Team Scienstatics. Und wir sehen uns. Oh, bis bald. Bis Peace. Bald. Peace. So hat es mich ausgesehen. Ja. So hat es zum Schluss gesehen. Ja. Ich sehe. Sehst du Unterschied? Minimal. Nicht wirklich. Welcher war es jetzt eh gesehen, dass es noch Fett dran hat? Mhm. Es sieht prall wie ein Mohren aus, aber es ist noch so. Es ist zu wenig crisp. Und ich weiß, wie das ist. Bei mir ich habe ein Bild von meiner Wade gehabt, wo es hure shredded aussieht. Aber wenn du angelenkt hast, ja, und zum Beispiel der Bauch vom Pedal ist am Schluss sogar shreddeder gewesen als mein eigener Bauch. Ich weiß, wie ein Pedal seine Haut am Schluss war. Und er hat auch Wasser gezogen, der Pedal. Aber es ist gleich. Kann nur wieder sagen, ja. Nicht mehr wichtig. Ja.